Hallo, liebe YouTuber. Es gibt jetzt ein kleines Update zu meinem Wecker-Display-Projekt. Und zwar war es so, dass ich bei der bisherigen Platine, die ich zum Experimentieren hatte, nämlich die hier, ein bisschen unglücklich damit war, dass der Kontrast irgendwie nicht vernünftig aussieht und dass es auch so platinig aussieht und insgesamt einfach nicht schön ist. Deswegen hatte ich die Idee, ich könnte mir nochmal so eine Ziffer bauen. Und zwar mit einer Lochrasterplatine, die ich auf einer Seite mit schwarzer Folie beklebe. Und wie man sieht, das sieht echt gut aus. Also es sieht in echt noch besser aus, als man es jetzt im Video erkennen kann. Der Kontrast wirkt gleich deutlich höher, die Farbe wirkt einfach besser. Und es hat insgesamt eigentlich eine ziemlich wertige Anmutung. Man kann sich das mal anschauen, die Ziffer, die ich hier gebaut habe. Ich zeige es mal von hinten. Das ist so eine ganz normale Lochrasterplatine, wo ich einfach nur vorne diese sogenannte Plotterfolie drauf geklebt habe. Die kriegt man zum Beispiel bei Amazon. Ich habe hier so eine Rolle mit 30 Zentimeter, ja, ich glaube, es sind 30 Zentimeter mal 1,6 Meter. Sieht man hier so eine Folie mit abziehbarem Zeug. Hat, glaube ich, 4,50 € oder so gekostet. Also die Plotterfolie werde ich gleich noch verlinken unter dem Video hier. Habe ich, wie gesagt, vom Amazon Marketplace. Ja, ansonsten habe ich damit jetzt auch den Nachweis, dass mein LED-Controller zumindest für zwei Ziffern vernünftig funktioniert. Also man sieht hier, der zählt mit den beiden Ziffern die Minuten hoch. Und es sollte eigentlich auch kein Problem geben, wenn ich da mein komplettes Vier-Ziffern-Display dran habe. Ich denke, das wird alles richtig klappen. Gut, das ist es auch schon wieder für heute. Wenn sich was Neues tut, gibt es natürlich wieder ein neues Video. Aber fürs Erste sage ich Ciao und habt Spaß.